Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Up in Gardens on Shepherds. Wir haben dieses Jahr einen neuen Dollenschädling bei uns im Garten, nämlich den Erdfloh. Wir haben um uns herum überall Rapsfelder gehabt und ich denke mal, dass wir uns deswegen jetzt mit den Erdflöhen begnügen dürfen. Erdflöhe gehen auch gerne auf Raps, nicht zu verwechseln mit diesen Rapsglanzkäfern. Das sind definitiv Erdflöhe, die ihr hier seht, in Massen. Erdflöhe sind keine Flöhe, sondern Käfer. Und ja, wenn man sie im Garten hat, dann sieht man das Schadbild an den Kohl. Sie gehen vorwiegend auf Kreuzblütler, also Kohl, Radieschen, Möhren und so weiter, und knabbern dann die Blätter ab. Die legen dann irgendwann Eier unter die Erde und die Larven, die dann schlüpfen, gehen halt auch an die Wurzeln ran. Bei uns in dem Fall hoffe ich mal, dass es sich jetzt nur auf die Blätter bezieht, was natürlich beim Blattkohl jetzt auch nicht sonderlich cool ist. Aber was kann man dagegen tun? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen Mulchen, ganz wichtig. Wie ihr seht, wir haben ja hier schon mit so ein bisschen Mulch gemulcht, also mit so Hanfeinstreu gemulcht. Was aber, das reicht halt nicht. Wir haben jetzt nur trockenes Wetter, also es ist kaum Regen da. Wir können auch jetzt nicht die ganzen Beetflächen, wir haben es ja wirklich überall im Gewächshaus, teilweise an den Gurken dran. Gibt es auch Arten, die wohl an Kartoffeln und an Tomaten rangehen. Das haben wir jetzt Gott sei Dank noch nicht gesehen. Nur an diesen ganzen Kohlpflanzen, die wir hier im Beet stehen haben, sind sie dran. Aber auch in dem neuen Gewächshaus, wo die Bananen drin sind. Ja, was kann man dagegen machen? Habe ich ja gesagt, zum einen mulchen und die Beete feucht halten, also nass halten. Das mögen die Erdflöhe nicht. Da das aber jetzt gar nicht so einfach ist, das alles feucht zu halten, weil es nicht regnet und weil auch nicht genügend Wasser da ist, ist ja auch mittlerweile Wasserknappheit bei uns. Gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Zum einen die Brennnesseljauche. Da, das soll wohl helfen, das mögen die Erdflöhe wohl auch nicht. Urgesteinsmehl oder Asche. Und ich habe letztens noch gelesen, man kann so einen kleinen Topf nehmen, den mit so Raupenleim bestreichen und den dann immer so auf die Beete klopfen. Und dann würden die wohl auch rangehen. Also wir versuchen es auf jeden Fall mit diesem Raupenleim am Topf. Das haben wir heute gekauft. Und wir werden aber auch einen Abteil vom Beet mal probieren mit Urgesteinsmehl. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auf dem Video gut erkennen könnt. Sobald man irgendwie in die Nähe von den Pflanzen kommt, ploppen die ganzen Erdflöhe auf, springen rum. Wenn man ins Beet reingeht, hat man auch überall Erdflöhe am Körper, was jetzt auch nicht so sonderlich geil ist. Ja, und dann halt dieses Riesenschadbild. Also wenn man seine Pflanzen behalten will, sollte man da unbedingt was machen. Was auch noch funktioniert, ist, die Beete ständig aufzuwühlen. Erdflöhe mögen es in Ruhe und trocken. Und da kann man halt auch immer mal hacken, die Beete, alle 2 Tage oder so. Und wie gesagt, die anderen Methoden, die ich angesprochen habe. Da wir das mit dem Wasser nicht machen können und diesen massiven Befall haben, werden wir das auf jeden Fall mit den Leim probieren. Weil das geht gar nicht. Also ich brauche hier nur lang zu laufen und bin voll mit Erdflöhen. Die springen einem ins Gesicht, die springen einem im Mund rein. Nicht sonderlich angenehm, auch meterweit weg, wenn man da steht. Überall sind diese Erdflöhe, die springen, die fliegen teilweise sogar. Deswegen müssen wir da unbedingt was unternehmen. Auf jeden Fall werden wir, denke ich mal, 2 Beete Urgesteinsmehl, wie ich schon erwähnt habe, machen. Da wird regelmäßig Urgesteinsmehl auf die Beete gesprüht. Wir haben ja die wie nennt man das? Die Düse oder so, diese Pumpe den Zerstäuber von den Hühnern mit der Kieselgur. Und da werden wir einfach das Urgesteinsmehl reinmachen und das auf die Pflanzen stäuben. Und dann, wie gesagt, so einen Eimer mit Raupenleim auch da reinstellen, um eventuell eine Linderung zu verschaffen.
Wir haben jetzt mittlerweile auch schon Gelbtafeln aufgestellt. Die sind schon toprahmen schwarz. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt im Video. Aber das geht auch auf Dauer auf den Geldbeutel, wenn man nur diese Gelbtafeln sich holt. Deswegen, ich denke mal, mit diesem Raupenleim wird man schon viel erreichen können und eine größere Masse an diesen Erdflöhen halt auch loswerden können. Aber so einen massiven Befall, wie wir es dieses Jahr haben, hatten wir noch nie. Also hier haben wir unser Urgesteinsmehl von Schicker. Und das ist die Pumpe von der Kieselgur, wo wir den Hühnerstall mit bestäuben. Und da kommt jetzt das Urgesteinsmehl rein. Das ist auch biologisch, also da passiert nichts. Ihr könnt die Pflanzen trotzdem noch essen danach. Sieht halt jetzt nur nicht so appetitlich aus, wenn das voll mit Urgesteinsmehl ist, aber es tut dem Geschmack nichts und ist auf jeden Fall für eure Pflanzen auch nicht schädlich. Bevor ihr dann mit übelst einer Chemiekeule arbeitet, würde ich es erstmal so probieren. Ich meine, wir zeigen euch dann auch, ob es geholfen hat oder nicht. Deswegen machen wir ja auch diesen Versuch mit diesen zwei Varianten. Ich hoffe einfach nur, dass wir nicht zur Chemiekeule greifen müssen, beziehungsweise den Kohl rausreißen müssen, sondern dass es auch so funktioniert. Und hier haben wir heute geholt Raupenleim in Grün. Das macht man normalerweise an die Bäume, gegen die Raupen, gegen Frostspanner, Ameisen und sowas. Aber wir benutzen das jetzt für die Erdflöhe. Das sieht so aus, ist so Geleeartig. Ich weiß auch noch nicht, wie wir es genau aufbringen auf den Eimer, aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dieses Beetabteil mit dem Urgesteinsmehl zu bearbeiten. Wie gesagt, das ist ja in der Pumpe drinne und Danny wird jetzt mal eine Runde pumpen gehen. So, dass halt alle Blätter benetzt sind. Ich werde schon attackiert von den ganzen Erdflöhen. Man muss halt gucken, dass ihr wirklich auch alle Blätter erwischt und überall was drauf ist. Und zusätzlich zu dieser Variante könnte man jetzt auch noch den Boden immer mal auflockern und die dadurch stören, dass die nicht unbedingt sich wohlfühlen in den ruhigen Boden. Aber es bringt, also ich hoffe, es bringt was. Was halt auch, wo man es halt auch gut sieht, ist hier am ganzen Geländer diese kleinen schwarzen Käferchen. Das sind alles diese Erdflöhe. Und ich bin auch schon wieder voll mit Erdflöhen. So, und wir haben uns jetzt für drei Eimer entschieden. Einen gelben, wo eben schon die ganzen Erdflöhe dran waren. Einen schwarzen und einen braunen. Und da wird jetzt einfach mit diesem Leim die ganze Fläche da drinnen bestrichen. Ja, so grob mal. So grob mal. Ist gar nicht so einfach, hier zu stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und versuchen ruhig zu filmen, weil man überall attackiert wird von diesen Erdflöhen. Die tun einem nichts, also die tun nicht weh oder so, die beißen auch nicht.
Aber das krabbelt, wenn die auf einen rumhüpfen und springen und fliegen und einen ins Gesicht und überall im Mund. Das ist nicht angenehm. Also die Hunde, wenn die da langlaufen, die sind auch voll mit Erdflöhen. Man sieht hier schon an den Gelben, da krabbeln sie auch schon dran rum. Jetzt hier dieses, dieser Leim, der kam, glaube ich, 15 Euro. Ich denke mal, wird schon ein bisschen halten. 500 Gramm sind da drinnen. Sind nur von außen, von innen oder auch von außen? Von außen würde ich auch. Also es wird wohl gesagt, wenn man den dann umstülpt, das Dunkle, man soll den an irgendeinen Stock oder irgendwas machen und den dann immer aufs Bild hauen. Und wenn das dunkel wird, dann springen die Erdflöhe hoch. Aber ich glaube, das braucht man in dem massiven Befall gar nicht machen, sondern den Eimer einfach nur hinstellen. Ich denke mal, die gehen davon selber schon dran. Und kleben hoffentlich fest. Ja. Und wie gesagt, wir streichen jetzt alle Eimer an und dann geht's ab aufs Beet mit den Eimern. So, ich bin jetzt hier bei dem Rosenkohl mit Fenchel. Und ihr seht ja, hier ist alles voll. Auch an der Melone sind sie mittlerweile dran. Und ich stelle den jetzt einfach mal hier hin. Ihr seht auch, wie sie springen, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr es hört. Und ich habe schon hier welche dran. Ich werde auch immer mal die Position ändern. Ich werde ihn hier hinstellen. Dann werde ich ihn mal da drüben hinstellen. In die Mitte ist es ein bisschen schwierig, weil die Pflanzen hier ein bisschen eng stehen. Aber die mussten einfach weg, die Pflanzen. Deswegen werde ich immer mal tauschen, die Stelle. Und gucken, wo er am besten steht. Hier sieht man auch richtig, wie sie überall sind. Gefühlt mein ganzer Arm ist voll schwarz, meine Beine. Der ganze Zaun, die Sonnenblumen, alles voll. So, wir lassen das Netz auf jeden Fall drauf und tun den Eimer unter das Netz. Stehen jetzt so erstmal. Ich denke mal, die meisten Erdflöhe sitzen auch auf dem Netz drauf. Das Netz, das bleibt auf jeden Fall wegen den Kohlweißlingen und wegen der weißen Fliege. Und hier draußen müssen wir uns dann auch noch mal was überlegen. Weil wir konnten ja nicht alle schützen, sondern nur die Hälfte an Kohl und die Artischocke. Und für das Bananenhaus müssen wir uns dann auch noch mal was überlegen. Da kommt auch noch mal so ein Eimer rein mit dem Zeug. Und dann, wie gesagt, hoffen wir. Ihr seht hier die ganzen kleinen Fliegen, die hier rumfliegen, das sind alles die Erdflöhe. Lass mal Richtung Eimer gehen, schon mal zeigen. Das ist das Resultat. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Ja, wahrscheinlich nicht so. Hier sind schon etliche dran und ich hoffe, noch viel, viel mehr kommen. Hier spürt auch gerade ein Kohlweißlingsschmetterling rum. Naja, alle Schädlinge kann man nicht abhalten, aber die, die den größten Schaden anrichten, die sollte man schon bekämpfen. So, ich gehe nochmal zu dem anderen Eimer. Den macht Danny gerade, setzt den um. Und jetzt nicht mehr mal drüber streichen. Oder streicht mal drüber.
sie sitzen halt auf euren Pflanzen drauf und fressen euch das ganze Grün ab, sodass dann nur noch das Gerüst dasteht und ihr dann überhaupt nichts mehr vom Blattkohl habt. So, das war jetzt denn seine Ausbeute. Ich denke, da geht aber noch viel, viel mehr. Wir lassen das jetzt mal stehen und gucken dann heute Abend noch mal drüber, wie es da aussieht. Schon mal ein kleines Update vom Urgesteinsmehl. Wir haben das ja vor 10 Minuten oder so drauf gesprüht. Was wir jetzt haben, ist weiße Fliege. Aber von den Erdflöhen, gerade zumindest, keine Spur mehr. Also nicht so schlimm wie davor. Oder in den anderen Beeten halt, wo wir jetzt das mit den Leimringen probiert haben. Das klappt schon sehr, sehr gut. Ich hoffe, das andere springt auch gut an. Ansonsten gibt es halt bei den anderen Beeten eine Mischung zwischen Leimring und Urgesteinsmehl. Ich würde sagen, wir beobachten das mal bis morgen. Geben euch dann heute Abend schon mal ein Update und morgen noch ein Update. Und dann entscheiden wir, ob wir überall Urgesteinsmehl drauf machen. Oder halt wirklich nur das eine Bild mit dem Urgesteinsmehl. Sieht halt jetzt alles so gräulich aus. Ne? Also nicht mal so schön farbenfroh, wie es vorher war, so richtig schön saftig grün. Sondern alles so trüb und grau, aber wie gesagt, das tut ja dem Geschmack nichts an. Und wenn es gegen die Flöhe hilft, dann bitte soll es halt grau sein, das Gemüse. Hier seht ihr nochmal die ganzen Erdflöhe auf dem Netz drauf. Aber unter dem Netz ist leider auch genug von dem Viehzeug. Man müsste rein theoretisch nochmal aufs Netz drauf gehen mit irgendwas, dass sie an vom Netz runtergehen. So ihr Lieben, wir haben das jetzt ein paar Tage immer gemacht, mit Urgesteinsmehl gesprüht. Das hat, finden wir, am besten bisher gewirkt. Wie ihr seht, der Kohl sieht sehr ramponiert aus. Also der Grünkohl ist kaum noch was dran teilweise. Seht ihr auch gleich bei den Kohlrabi. Der sieht auch gar nicht mehr gut aus. Aber der ist eh reif, also der kommt eh bald ab. Da wollen wir den Hälfte morgen schon mal ernten. Und also wir geben den auf jeden Fall jetzt allen noch eine Chance, den Pflanzen. Hier seht ihr schon mal die Ausbeute von den Einbecher. Auch innen drin ist er gut mit Erdflöhen voll. Auch der gelbe Eimer ist ordentlich voll mit Erdflöhen. Wir haben jetzt auch mal die Netze abgemacht. Ich meine, was will der Kohlweißling sich da jetzt noch holen? Oder die weiße Fliege, wenn die Blätter eh schon so ramponiert aussehen. Ob die Pflanze jetzt auch noch genug Power hat und sowas, wissen wir auch nicht. Wir probieren es jetzt einfach. Wir lassen sie stehen. Und ja, entweder kommt was oder es kommt nichts. Müssen wir dann mal gucken. Also auf den Kohl war ich eigentlich sehr stolz dieses Jahr, weil er richtig gut gewachsen ist. Auch der Blumenkohl, der auch langsam seine Röschen bilden wollte. Aber die Erdflöhe haben uns oder mir da richtig einen Strick durch die Rechnung gemacht. Das Problem ist halt auch bei den Erdflöhen, dass die halt auch in das kleine Gewächshaus hier gehen, wo die ganzen Bananen drin sind. Da haben wir jetzt auch nochmal mit Urgesteinsmehl gesprüht. Der Eimer, der ist auch voll mit Erdflöhen. Ich hoffe, dass das sich jetzt ein bisschen legt. Das Problem ist halt immer noch, es kann natürlich sein, dass die jetzt alle ihre Eier schon reingelegt haben in die Erde und dass wir nächstes Jahr wieder das gleiche Problem bekommen. Und die ganze Erde abtragen und neue Erde drauf machen, kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Weil woher? Woher soll ich so viel Erde beziehen, dass ich dann den ganzen Acker, die ganzen Hochbeete und alles damit füllen kann? Mittlerweile sind sie auch schon angekommen bei den Gurken und Tomaten im großen Gewächshaus. Da hält sich es aber noch in Grenzen. Da haben wir jetzt auch noch nichts unternommen. Ansonsten, wie gesagt, haben wir hier draußen, haben uns das jetzt auch gespart mit dem Gießen, mit den Dollen. Haben jetzt einfach nur noch mit Urgesteinsmehl und sind immer hier durchgelatscht und haben immer ein bisschen Unruhe gestiftet bei den Erdflöhen.
dass die weggehen. Und bisher, also ich finde, es ist schon ein bisschen besser geworden. Das muss man jetzt langfristig sehen. Aber ich denke schon, dass das jetzt aufhört mit der Invasion der Erdflöhe. Der Raps ist auch abgeerntet bei uns. Mal gucken, ob sie es jetzt ein bisschen legt. Da ist nochmal der gelbe Eimer zu sehen. Ansonsten, wie gesagt, lassen wir jetzt die Netze ab. Weil da haben sie sich auch ordentlich drauf gesammelt. Das ist ja auch das Blöde, dass die halt auch Richtung Pool wandern und fast den ganzen Garten dann auch einnehmen. Überall, wenn man hier langläuft, hat man solche kleinen schwarzen Käfer, also die Erdflöhe auf dem Arm. Hier ist auch nochmal ein Platz zu sehen, wo sie richtig das ganze Grüne auch abgegessen haben. Manche, wie der Grünkohl von vorhin, da sind halt wirklich nur noch die Blattachsen zu sehen. Da ist alles komplett abgefressen, aber hier ist halt auch nichts mehr dran, außer so einzelne Blattfasern. Ist übelst löchrig, wie man sieht. Aber mal gucken, vielleicht erholen sie sich ja. Also der Kohlrabi kommt ja definitiv jetzt raus dann, die nächsten Tage immer mal. Ich denke mal, auch ein paar werden die Hühner kriegen. Die freuen sich eigentlich immer über Kohlrabi. Und ja, also das Urgesteinsmehl schadet denen ja auch nicht. Das sind ja nur Mineralien. Ansonsten würde ich das Video so schließen mit dem Update, was wir bisher haben. Wenn es was Neues gibt, das würde ich dann in den nächsten Gartenrundgang packen. Da zeige ich euch dann nochmal die Pflanzen, dann ist ja bald August. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hoffe, da waren viele Informationen drin. Ich hoffe auch, ihr habt solche Invasionen von Erdflöhen auf jeden Fall nicht in eurem Garten. Also ich würde es euch nicht wünschen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Kommentiert, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten sage ich Tschüssi!